Liebe Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem Thema Essen und Trinken oder gib uns das tägliche Brot. Und was ist denn der Dank dafür? Haben Sie sich das nicht auch schon gefragt? Da sagen die meisten, für was denn danken sagen? Ich kaufe es ja im Geschäft und bezahle dafür. Wem soll ich denn danken? Die Natur erzeugt das ja und es hat mehr als genug davon. Das stimmt im Moment, aber es war nicht immer so. Noch selten in der Vergangenheit gab es Überflüsse. So sagen mir doch viele, was interessiert mich dann die Vergangenheit? Ich lebe jetzt, da, im Hier und im Jetzt. Und wir haben so ein riesiges Überangebot von Lebensmitteln wie noch nie. Leider werden davon bis zu 30% weggeschmissen und vernichtet. Man gönnt nicht einmal den Schweinen etwas von diesem Essen oder Lebensmittel. Aber die Zeit wird kommen, wo wir an den vollen Tellern verhungern werden. Warum das denn? Die Nahrungsmittel werden immer mehr verändert und industriell hergestellt und konserviert, also kaputt gemacht. Es geht hier um die Lagerfähigkeit. Gemüse, Obst, aber auch Fleisch verdirbt normalerweise sehr schnell. Aber das Konservieren und Vakuumieren, Eingefrieren oder Vergasen zerstört fast alle wichtigen Lebensenergien in dieser Nahrung. Die Produzenten, Bauern und Tierzüchter machen immer weniger Gewinne, sodass sich oft die liebe Mühe nicht mehr lohnt. Sie nennen ihre Tiere nicht mehr beim Namen, sondern viele sagen mir dann, bei mir stehen so und so viele Tonnen Hackfleisch im Stall herum. Ihre Achtung vor der demütigen Kreatur ist verloren gegangen. Sie brauchen sie nur noch für ihren Gewinn. Und das wirkt ganz negativ auf die Qualität des Fleisches oder noch mehr auf die Lebensenergie der Ackererzeugnisse. Bei einem Bauern in der Schweiz wuchs auf einer seiner Äcker im Frühling nichts mehr, nicht einmal mehr das Unkraut. Bei den Nachbarn neben und hinter ihm ging die gleiche Saat gut auf und war schon wadenhoch. Er fragte sich, warum bei ihm nichts mehr wuchs. In den letzten Jahren hat er hier gute Ernteerträge eingefahren. Seine Scholle, der Acker war verflucht. Und was er nicht wusste und ahnte, er war es selber, denn er war schon einmal Bauer hier vor etwa 300 Jahren. Zu dieser Zeit, in seinem Lebensalter, begann es wieder zu wirken, was er damals gemacht hatte oder angerichtet hatte. Nach dem Befreien des Ackers von seinen eigenen negativen Energien wuchs es wieder wie die Jahre zuvor. Denn die Erde und die Äcker ist voller Erd- und Pflanzengeister. Diese reagieren sehr empfindlich auf negative Ansprachen und Verfluchungen, negative Gefühle gegen sie und gegen die Erde. Sie gehorchen oder machen einfach nichts mehr. Was passiert, wenn immer größere Flächen tot gemacht werden? Durch Gifte und Verfluchungen
Oder Verachtung ist auch eine Art Verwünschung. Erinnern wir uns, was Jesus an zwei Stellen gesagt hatte. Warum es dort, wo der Garten Eden war, nun eine todbringende Wüste gibt. Seine Antwort war, die Menschen dort waren alles andere als dankbar, sondern sie verfluchten die Erde. Die Arbeit schien ihnen viel zu schwer. Eines Tages war die Langmut seines Vaters zu Ende und er ließ die Menschen dort leben, aber alles Lebendige starb. Auch die undankbaren Menschen verbringen ihr Leben zum größten Teil noch dort, aber als gebundene Seelen. Die Wüste ist voll mit denen. Also eine Art von Hölle, in der diese noch leben. Wann ist die Langmut mit uns am Ende? Was können oder sollten wir tun? Das Essen heißt ja Lebensmittel. Also ist im Normalfall Lebens drin. Pflanzengeister in Gemüsen und Grünzeug. Und im Fleisch sind die Naturgeister. In den Organen und natürlich auch in den Muskeln der Tiere. Schauen wir, was uns Jesus darüber sagte. Also, er wurde gefragt, dürfen wir als Juden nicht koscheres Fleisch essen? Das war damals so eine Art, die Tiere zu töten, also zu schächten, ist heute noch ihr Brauch oder Tradition. Aber sie meinten, außerhalb von Lamm oder Ziegen seien alle Tiere unrein. Und er wies darauf hin, ihr Menschen, ihr täuscht euch. Alle Tiere, die es auf der Erde gibt, in der Luft, auf dem Boden und im Wasser, ist für den Verzehr von euch gedacht. Stellt euch vor, eine Tierseele, die als Körper auf eurem Tisch landet, ist darauf angewiesen, auf eure Gedankenkraft. Verachtet ihr dieses Tier oder diese Art oder Gattung, so wird euch das Fleisch krank machen. Betet ihr für die Seele des Tieres und dankt dem Schöpfervater für die Gabe und die Nahrung, so wird sie euch reich machen, gesund erhalten und nützlich sein. Aber, was ihr vielleicht nicht wisst, es hilft der Tierseele auf die nächste Stufe ihrer Lebens- oder spirituellen Hierarchie zu steigen. Ein Wildtier, hat er gesagt, das nie Kontakt mit Menschen hat, wird immer auf derselben Stufe bleiben müssen. Kann nicht weiterkommen. Sie ist fast darauf angewiesen, den Menschen zu dienen. Und das Dienen scheint ja ein wichtiger Faktor auf der Welt zu sein. Ist aber als Art oder vielleicht als nutzbringende Möglichkeit vergessen gegangen. Wenn Sie Nahrung kaufen, schauen Sie die einfachste, frische, nicht eingepackte oder vielleicht vom Hof direkt vom Bauern, ist ziemlich sicher die beste und noch voll von Lebensgeister. Denken Sie einfach daran, bevor Sie essen oder schon beim Kochen, diesen Natur-, Erdgeistern oder Pflanzengeistern zu danken und eigentlich sie liebevoll zu verarbeiten. Keinesfalls negativ über die Nahrung denken, denn das manifestiert sich und führt danach zu Unwohlsein, Unverdaubarkeiten oder Schwierigkeiten dann später in der Darmflora. Die Nahrung ist das Wichtigste. Ohne Nahrung ist nicht viel los. Etwas vom Wichtigsten in der Nahrung ist ja immer das Wasser. Ohne Wasser kein Leben. Das weiß jeder, der schon mal in der Wüste war und kein Wasser fand. Der hat sich halt überlegt, was würde hier geschehen,
wenn es jeden Tag oder jede Woche regelmäßig regnen würde. Wenn das zugelassen würde von oben, würde jede Wüste innerhalb kürzester Zeit wieder erblühen und dürfte vielleicht wieder ein Teil der nutzbaren Flächen für Mensch und Tier werden. Aber machen wir mal das Erste, das Wesentlichste. Sie konsumieren Wasser. Jetzt ist die Frage, was für Wasser Sie nehmen. Gekochtes Wasser, Tee, Kaffee, Suppe gilt nicht als Flüssigkeit für den Körper, weil es ist zerstört in der Molekularstruktur, dass man unter den Eiskristallklöstern ja sehen kann, wie das der Emoto, der japanische Forscher, uns bewiesen hat. Mineralwasser ist verändert und gilt nicht mehr als Flüssigkeit und Wasser. Es ist schädlich. Geben Sie einer Pflanze Mineralwasser oder Ihrer Katze oder Ihrem Hund, die werden nicht mehr lange leben. Denken Sie daran, Sie als Mensch, als Wesen, als Geist in der Seele stehen und sind auf jeden Fall immer über der Materie. Das habe ich nicht gesagt, sondern Jesus hat uns gesagt. Glauben Sie daran. Wenn Sie Wasser aufstellen in einer Karaffe, einem Krug, einem Glas, ist der Schlüssel die Dankbarkeit und die Liebe zum Grundnahrungsmittel Wasser. Sagen Sie laut und ehrlich natürlich, ich liebe dich, ich danke dir, du tust mir gut. Und Sie können beobachten, dass innerhalb kürzester Zeit Blasen entstehen im Wasser und es zu sprudeln oder sich zu beleben beginnt. Wenn Sie das noch besser machen wollen, würde ich Ihnen anraten, den Krug am Abend aufzustellen und den Segensspruch zu sprechen, den Wassersegen. Ich bitte dich, Gott, Vater der Allliebe, segne dieses Wasser mit deinem reinsten Liebesgeist, dass es mir nützt und jedem, der davon trinkt, hilft. Vergessen Sie nicht, was Jesus gesagt hat. Man kann jeden Menschen heilen mit bloßem, gesegnetem Wasser. Keinesfalls aber mit Chemikalien. Das sind Unterdrücker von Entzündungen. Nun, alles besteht aus Wasser, was Nahrung ist und im Moment bei uns bekannt ist. Viele Menschen in unseren Breitengraden sind eher undankbar. Uns geht es fast zu gut. Wasser ist in jeder Menge da. Wir müssen uns nicht überlegen, wo wir es herfahren müssen. Aber was mich persönlich stört und bedrückt, ist die Sinnlosigkeit, mit der die Industrie achtlos die Natur und die Umwelt zerstört. Fast jeder neunte Lastwagen auf der Straße ist mit Mineralwasser beladen, das absolut nutzlos ist, ja sogar schädlich. Es ist aber immer die Frage eigentlich der Menge und der Zeit. Aber stellen Sie sich vor, dass wir in Deutschland Wasser trinken aus Italien, in Italien Wasser aus Deutschland und in Frankreich Wasser aus Spanien. Dann wiederum habe ich schon erlebt in der Schweiz Wasser aus Frankreich. Wie auch immer, es wird zu viel industriell herumgefahren, die werden reich, die Straßen gehen dadurch kaputt und die Umwelt wird zerstört. Dort müssen wir anfangen, beim Selbstbewusstwerden, was trinke ich, was esse ich, woher kommt es? Da ist eine Frage, die jeder selber beantworten muss, aber was nützt uns, auf die Straße zu gehen und gegen Auto zu schreien und zu kämpfen? Man müsste eigentlich anfangen mit der eigentlichen, wichtigsten Frage, was ist in diesen Fahrzeugen drin? Das muss ich Ihnen überlassen. So machen wir am Schluss jetzt ein Ritual, ein Segensspruch. Ich danke dir, geliebter Vater Gott, dass du mich kennst. Dein Ehrenkind, ich rufe dich. Göttlicher Liebestrom der Allliebe. Ich danke dir, dass du mich befreist von sämtlichen Missverständnissen und Gedankenlosigkeiten gegenüber von der Nahrung
und natürlich von den Tieren sowie vom Grundnahrungsmittel Wasser. Ich danke dir, Vater, dass du mir hilfst, diese wunderbaren Lebenselixiere viel besser mit deiner Hilfe so in der Schwingung zu erhöhen, zu segnen, meine ich damit, dass sie mir nützen, meiner Familie und natürlich dem Tier keinen Schaden zuführen. Ich danke dir an dieser Stelle für die Fülle, für meinen Körper, aber zuerst für meine Seele und den Reichtum, den ich habe, den ich immer haben darf, dank deiner Hilfe, weil du willst und mich liebst. So danke ich dir für deine Vaterliebe zu mir, zu meiner Familie, zu meinen Kindern, zu meiner Gegend und bitte um den Segen für mein Dorf, meine Stadt, mein Land, mein europäisches Grundland, wo alle Länder eingebunden sind. Und ich danke dir, dass dieser Planet mit deinem göttlichen Licht eingehüllt wird, geschützt wird und die Dunkelheit, die dagegen wirkt, ebenso mit deinem göttlichen Liebeslicht angeströmt, angestrahlt wird, sodass ihre Mächte gegen das Licht zu kämpfen schwinden. Auch die brauchen eines Tages das Licht oder kehren zu dir ja zurück. Ich liebe dich, Gott, Vater und Jesus Christus, und danke dir für die Leichtigkeit meines Seins, die gute Nahrung und die Fröhlichkeit. Amen. So soll es sein, werden und bleiben. Nochmals, Amen.